Hi, in diesem Tutorial wird es um den Beschleunigungssensor ADXL345 gehen und darum, wie ihr ihn mit einem Arduino ansteuert. Ihr könnt dann zum Beispiel feststellen, ob der Sensor an Geschwindigkeit zu- oder abnimmt. Dazu lasse ich mir die Messdaten auf den seriellen Monitor schreiben, so wie ihr das hier seht. Der ADXL, den ich hier verwende, befindet sich zusammen mit anderen Sensoren wie zum Beispiel einem Barometer, einem Gyroskop und einem Kompass auf einer Platine. Es gibt ihn aber auch einzeln. Wichtig ist nur, dass das Modul über I²C ansteuerbar ist. Ansonsten könnt ihr ihn nicht so verwenden, wie ich es in diesem Tutorial zeige. Wenn ihr ihn kauft, ist meistens so eine Steckleiste dabei. Die müsst ihr an die Platine anlöten. Was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, ist die Leiste einfach nur irgendwie in die Löcher der Platine reinzustecken, weil dadurch oft wichtige Kontakte zum Modul nicht richtig hergestellt werden und ihr euch dann hinterher wundert, warum euer Programm nicht funktioniert. Also, wie gesagt, besser gleich dran löten. Den Sensor gibt es wie eigentlich fast alle elektronischen Bauteile für Arduino, zum Beispiel auf eBay, oder wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, auch auf Adafruit.com zu kaufen. Mein Mikrocontroller-Board ist wie immer der Arduino Uno. Wie eben schon erwähnt, wird das Modul über I²C angesteuert. Das ist ein serieller Datenbus, mit dem wir Daten vom Sensor zum Arduino schicken können. Dieser Datenbus ist aber anders aufgebaut als die serielle Datenübertragung, die ich in den letzten Tutorials ausführlich erklärt hatte. Das solltet ihr nicht verwechseln. Bei einer Datenübertragung per I²C gibt es immer zwei Anschlüsse. Einen SCL-Anschluss, mit dem vorgegeben wird, in welcher Geschwindigkeit die Daten gesendet bzw. empfangen werden sollen, und einen für die eigentlichen Daten. Auf meinem Sensormodul sind die SDA- und SCL-Pins schon beschriftet. Am Arduino Uno ist SCL der Pin A5 und SDA der Pin A4. Wenn ihr einen anderen Arduino habt, müsst ihr euch erkundigen, welche Pins ihr für den seriellen Datenbus verwenden müsst. Wie ihr seht, verbinde ich die Sensorpins jetzt mit den entsprechenden Pins des Arduinos. Jetzt fehlt nur noch Ground und die Stromversorgung für den Sensor. Ich kann ihn in meinem Fall über diesen Pin mit Strom versorgen, dann muss die Spannung 5 Volt betragen. Oder ich nehme diesen Pin und wähle eine Spannung von 3,3 Volt. An der Funktion des Moduls verändert das nichts. Ich nehme hier, sagen wir mal, 5 Volt. Die restlichen Pins des Moduls können wir einfach freilassen. Für unsere Zwecke reichen diese 4 Anschlüsse vollkommen aus. Damit ihr den Code, den ich jetzt schreibe, aber auch versteht, möchte ich euch noch die Verwendung von Pointern zeigen. Wer sich damit schon auskennt, kann diesen Teil des Videos überspringen, indem er auf diesen Link klickt. Ein Pointer ist praktisch eine Variable, in der die Adresse einer anderen Variablen gespeichert wird. Das kann man sich so vorstellen. Im Mikrocontroller gibt es eine ganze Reihe an Speicheradressen. In jeder dieser Adresse kann man den Wert einer Variablen speichern. In diesem fiktiven Beispiel erhält beispielsweise die Adresse 0565 den Wert 3. Es ist auch möglich, in einem Speicherbereich eine Adresse stehen zu haben. So wie hier. In diesem Speicherbereich steht jetzt die Adresse von diesem Speicherbereich. Es ist ein Pointer auf die Variable mit der Speicheradresse 0565. Um das mal an einem praktischen Beispiel zu zeigen, schreibe ich den folgenden Code. Nach dem Initialisieren der seriellen Datenübertragung deklariere ich die Variable i vom Typ Integer und weise ihr den Wert 3 zu. Danach definiere ich eine weitere Variable. Diese Variable ist auch vom Typ Integer und ich nenne sie Pointer. Genau das soll sie jetzt auch sein, also in ihr soll später eine Variablenadresse gespeichert werden.
Das teile ich meinem Computer mit dem Sternchen hinter dem int mit. Jetzt möchte ich, dass mein Pointer auf die Variable i zeigt. Dazu kann ich den Pointer auf den Wert der Adresse von i setzen. Ich schreibe also Pointer ist gleich ein und i. Das und vor dem i bedeutet, dass es sich um die Speicheradresse und nicht um den Wert der Variablen i handelt. Diese Speicheradresse soll jetzt im Pointer festgehalten werden. Um zu sehen, ob unser Code funktioniert, schreibe ich jetzt etwas auf den seriellen Monitor. Und zwar das, was sich an dem Speicherplatz befindet, der in unserem Pointer festgehalten ist. Ich schreibe also serial print und dann Sternchen Pointer in die Klammer. Der Stern bedeutet, dass der Wert gemeint ist, der sich an einer bestimmten Speicheradresse befindet. In unserem Fall ist das die Speicheradresse von unserer Variablen i. Der hatten wir ja vorhin den Wert 3 zugewiesen und das sollte unser serieller Monitor nach dem Uploaden auch ausgeben. Merkt euch zum Thema Pointer also, ein und vor einer Variablen bedeutet, dass es sich nicht um den Variablenwert, sondern um die Speicheradresse der Variablen handelt. Ein Stern vor einer Speicheradresse bedeutet, es geht um die Variable, die gerade an der besagten Speicheradresse abgespeichert ist. Wichtig werden die Pointer dann, wenn ihr besonders ressourcenschonend programmieren wollt oder zu einem Zweck, den ich euch in diesem Video noch zeige. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Beschleunigungssensor. Zudem sei mal gesagt, dass es nicht ganz einfach ist, das Modul ohne zusätzliche Software auszulesen. Zum Glück gibt es dazu aber eine Library, die die Ansteuerung stark vereinfacht. Anders als bei der LCD-Library, die ich in meinem ersten Tutorial verwendet habe, ist diese Library aber nicht schon in der Arduino-Entwicklungsumgebung enthalten. Sie wird aber von Adafruit kostenlos zum Download bereitgestellt. Folgt einfach dem Link in der Videobeschreibung oder gebt mal Adafruit ADXL 345 Library in eine Suchmaschine ein und ihr solltet auf diese Seite hier kommen. Hier findet ihr Links zum Download von zwei unterschiedlichen Libraries. Die eine heißt Adafruit Sensor Library, die ist praktisch die Basis für eine ganze Reihe an Libraries für Sensoren, die Adafruit zur Verfügung stellt. Die andere Library ist die ADXL 345 Library. Die ist speziell für den Sensor, den wir hier verwenden, gemacht. Ihr folgt wieder den beiden Links und downloadet beide Dateien. Nachdem ihr sie entpackt habt, sucht ihr in eurem System nach dem Ordner Arduino. Der müsste irgendwo auf dem Rechner zu finden sein, da er bei der Installation der Arduino-Entwicklungsumgebung automatisch für euch angelegt wird. Wenn ihr ihn gefunden habt, öffnet ihr ihn und geht dann auf Libraries. Hierhin kopiert ihr dann die Dateien. Mit dem Bindestrich in den Dateinamen kommt die Arduino-Entwicklungsumgebung aus irgendeinem Grund nicht ganz klar. Deshalb müsst ihr den entweder ganz löschen oder durch ein anderes Zeichen ersetzen. Wenn ihr die IDE jetzt schließt und wieder öffnet, müsstet ihr die Libraries inkludieren können, indem ihr unter Sketch auf Library importieren geht. Außerdem kommt noch die Wire Library dazu.
die wird von den anderen beiden Libraries für die Datenübertragung per I²C benötigt. Jetzt können wir endlich mit der eigentlichen Programmierung anfangen. Dazu erstellen wir erstmal ein Objekt vom Typ Adafruit ADXL 345 Unified. Mit diesem Objekt können wir später eine Funktion verwenden, mit der wir den Sensor auslesen können. So etwas Ähnliches habe ich in meinem ersten Tutorial im Code für das LCD gemacht. Ich habe ein Objekt vom Typ Liquid Crystal erstellt und ihm den Namen LCD gegeben. Später konnte ich dann in der Funktion lcd.print etwas auf dem Display anzeigen lassen. LCD war dabei nur ein Name. Ich hätte das Objekt auch Display nennen können. Die Funktion hätte dann eben display.print geheißen. In dem Code, den wir jetzt schreiben wollen, nenne ich das Sensorobjekt bSense für Beschleunigungssensor. Diesem Objekt muss ich jetzt noch eine ID geben. Da könnt ihr euch einfach etwas ausdenken. Bei mir ist die ID 1. Das schreibe ich, wie ihr seht, in die Klammer hier. Im Setup-Teil unseres Codes initialisiere ich mal wieder die serielle Datenübertragung. Außerdem muss ich noch unseren Beschleunigungssensor initialisieren. Das kann ich mit der Funktion bSense.begin machen. Im Loop-Teil kommen wir jetzt endlich dazu, den Sensor auszulesen. Dazu benötigen wir ein weiteres Objekt. Zu diesem Zweck definiere ich das Objekt Event vom Typ Sensors Event. In diesem Objekt können jetzt verschiedene Variablenwerte gespeichert werden, zum Beispiel solche, die die Art des Sensors, den wir verwenden, angeben oder eben seine Beschleunigung. Das Modul führt Messungen in regelmäßigen Abständen durch. Mit der Funktion bSense.getEvent können wir jetzt das Ergebnis der letzten Messung auslesen und in unserem Objekt Event speichern. Deshalb schreibe ich in die Klammer hinter bSense.getEvent unser Objekt Event, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Das Problem dabei ist aber, dass ein Objekt nicht einfach so als Parameter einer Funktion angegeben werden kann. Deshalb schreibe ich vor das Event in der Klammer noch ein Und. Dadurch werden der Funktion bSense.getEvent die Speicherstellen der Variablen mitgeteilt, die das Objekt Event enthält. Sie kann auf diese Speicherstellen dann zugreifen und sie auch verändern. Die Funktion EventAcceleration gibt das zurück, was in einer bestimmten Variable des Objekts Event gespeichert wurde. Und zwar in der Variablen, die für die Beschleunigung in Richtung X-Achse verwendet wird. Diese Variable hatten wir ja in der letzten Zeile des Programmcodes aktualisiert. Um uns die Beschleunigung anzeigen zu lassen, schreiben wir jetzt das, was die Funktion zurückgibt, auf den seriellen Monitor. Ich lade den Sketch mal hoch und probiere ihn aus. Wenn ich unseren seriellen Monitor jetzt öffne, das Modul so drehe, kann ich die Auswirkung der Schwerkraft auf den Sensor beobachten. Wenn ihr den Sensor hin und her bewegt, verändern sich die Daten, die ihr angezeigt bekommt, aber natürlich auch. Und ihr bekommt seine B- bzw. Entschleunigung in der physikalischen Einheit Meter pro Sekunde zum Quadrat auf den seriellen Monitor geschrieben. Damit wäre ich fertig. Vielleicht erkläre ich in einem der nächsten Tutorials noch, wie man das Ganze ein bisschen optimiert, um so noch mehr Sensordaten oder auch größere Werte auslesen zu können. Ich hoffe aber natürlich, dieses Video hat euch schon mal die Grundlagen des Akklerometers ein gutes Stück näher gebracht. In dem Fall könnt ihr mich und meine Tutorials wie immer unterstützen, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder meinen Kanal abonniert. Wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. In den meisten Fällen kann ich euch helfen. Ansonsten kommt ihr hier noch zu meinen letzten Tutorials, in denen ich erkläre, wie man einen LCD oder einen Ultraschall-Entfernungsmesser ansteuert. Oder ihr schaut euch mein Tutorial zum Arduino Pro Mini oder zur seriellen Datenübertragung an.
Ich wünsche euch beim Nachbauen auf jeden Fall viel Erfolg.